Gut. Nicht priorisierbar. Ach, das ist Künstler, nicht Handwerk. Da habe ich mich jetzt natürlich selber reingelegt. Es kann am ehesten noch Marvin. Dann muss das wohl Marvin machen, auch wenn ich eigentlich will, dass der forscht. Mein Nekton hätte immerhin ein bisschen Begeisterung dafür. Vielleicht sollte ich es Nekton machen lassen, damit er besser wird. Wenn er gerade nicht mit Tieren beschäftigt ist. Die Pole habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich weiß nicht, wer die aufgemacht hatte. Der überraschte Herzog. Kontaktierte ich aus der Nähe, kam beim Hinterhalt ums Leben. Sie haben bestimmt den Markgraf beschützt. Können wir machen. Ein Chinchilla? Oh mein Gott. Oh ja, wer soll denn unser, also wir können einen von unserem Typen, Pawns, wie man so schon sagt, in Rimworld, zum Adligen machen. Also er kann dann über den Royalty-DLC, den es für Rimworld gibt, aufsteigen und verschiedene Adelsstufen durchmachen, um sich da eben mehr werden. Punkt. Kriegt dann auch einen Thronraum und kann Reden halten und so. Und jetzt die Frage, wer soll da sein? Lumafar sagt, es soll History sein. Yes! Dann wird es wohl History. Natürlich History. Sie ist die Einzige, die noch nicht alle anderen Kolonisten abgelehnt hat. Wo ist meine Quest hin? Quest, Quest, Quest. Da ist meine Quest. Annehmen mit History. Nope. Herakles, kannst du irgendwas? Fernkampf, du kannst absolut gar nichts. Verweigert Pflanzen allgemeine Arbeit. Hast du ein bisschen Kunst? Du hattest ein bisschen Kunst. Also du machst aber nicht mal Kunst, du machst wirklich gar nichts. Du bist einfach nur nutzlos, okay. Schade eigentlich. Hast du eine Waffe? Offenbar nicht. Wort der Gelassenheit. Benutze beruhigende Worte, um einen Nervenzusammenbruch bei einer Person oder einem Tier zu beenden. Kann ich das auf diesen Chinchilla machen? So, dann. Meine Chinchilla wird wahrscheinlich. Oh ja. Viecher sind schnell, da muss man echt aufpassen. Marvin Kö, History. Kampf.
Nahkampf. Du kannst teleportiert 5 Brocken und ne, diese Kraft und Deckung bei offensiven Dings. Massenchaos, Sprung, alle Kreaturen im Zielbereich. Interessant. Hau einfach mal ein paar Brocken her. Da, neben Deckung. Ach, mein Köfelmajor hat sein Messer nicht mehr. Das liegt noch da unten, gell? Hol mal dein... Oh, das ist offenbar kaputt gegangen, oder? Nee. Wo ist denn das? Ah, da ist das Messer. Hol mal dein Messer. Ist das der... Wo ist denn der Chinchilla, der... bist du der... Das bist du, ist der Chinchilla. So, Wort der Gelassenheit. Geht das nicht auf diesen Chinchilla? Offenbar nicht. Was kannst du noch? Deine gesamte Neuralhitze. Okay, anlocken. Unsichtbarkeit. Perfekt. Historie ist jetzt unsichtbar. Kämpfen kann, aber hat keine Waffe. Muss ich mit dir jetzt irgendwas tun? Shuttle trifft in 0,9 Stunden ein, okay. Also manchmal, wenn man so Quests bekommt, wo Leute einem zugewiesen werden, kann man die wenigstens arbeiten lassen. Aber ihr seht, ist das nicht immer der Fall. Bye bye. Grundbesitzertitel. Jaha. Von der das Reich Gottes. Yes. Und wir haben direkt eine neue Quest. In einer Verleihungszeremonie den Freibäuerentitel. Titelverleihe, wenn alle Thronsaalanforderungen erfüllt sind. Das heißt, ich muss jetzt innerhalb von 10 Tagen einen Thronsaal zusammenschustern. Da war ich jetzt zu langsam mit dem Hund. Das kommt davon, wenn ihr Umfragen macht, ohne mit mir zu reden. Jetzt sind die Leute schon weg. Bei der nächsten Gelegenheit. Obwohl, kann ich ihn bis... Oh, Simmons? Nein, nee, der ist zu schnell weg. Außerdem gab es keine Option, ihn zu behalten. Ist das nicht unfair? Gut, ich glaube, ich baue den Thronsaal. Eigentlich ist mir egal, wo der Thronsaal ist. Der Raum wird wahrscheinlich mal ein bisschen größer werden. Hier kommen eventuell noch ein paar Schlafzimmer hin. Ich könnte es einfach hier hinstellen. Dann sieht es zwar jetzt aktuell dann noch ein bisschen dumm aus, aber das wächst dann schon noch zusammen. Was brauchst du denn für einen Thronraum? Grundbesitzer. Klicke hier, um mehr zu erfahren. Mehr über erlangbare andere Titel. Wo steht denn das?
7 Gesamt, mehrere Freibeuren. Irgendwo hier müsste doch stehen, wie euer Thronsaal ausschauen muss. Auf Titel verzichten. Bedürfnis. Ja. Wo steht das? Wo sehe ich die Privilegien? Grundbesitzer. Ah, offenbar brauchst du einfach noch keinen. Das würde hier stehen. Okay. Gut. Dann, wenn alle Thronsaalanforderungen, das heißt, ich muss keine Thronsaalanforderungen haben. Was machen die jetzt? Titelverleiher wartet. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, während History schläft, aber es ist jetzt wohl so. Oh ja, einsperren. What could go wrong? Hätte man jetzt auch irgendwie eine Attacke von einem Tier provozieren können, damit die Leute die umlegen. Für mich. Was kannst du jetzt? Belasten. Unterdrücke die motorischen Aktivitäten im Gehirn einer Kreatur, um sie kurzzeitig zu verlangsamen. Ah ja. Kann hilfreich sein. Come on, Nekton. I believe in you. Holy moly. I should have believed in you. I wasn't serious, to be honest, but okay. Gut gemacht, Nekton. Ich bin stolz auf dich. Aber an dem Eichhörnchen scheiterst du noch. Jetzt kann ich ihn, glaube ich, nicht mehr frühstücken, weil er jetzt schon tot ist. Wahrscheinlich sollte ich aufhören, Eichhörnchen zu zähmen. Weil die sind eigentlich. Ich meine, sie können einen zwar nicht angreifen, aber es ist auch nicht so, als ob sie leicht wären. Und es ist die Frage, ob das nicht. Ich meine, es ist trotzdem Training, von daher. Aber ich glaube, ich nehme die Hasen. Die jetzt auch Stufe 7 haben für Mindesttierpfleger. Spannend wäre eigentlich mehr sowas zu zähmen, weil Lasttiere sehr hilfreich sein können. Die können Zeug tragen. Kö hat inzwischen Stufe 9 in Konstruktion. Das ist sehr schön.
Okay, ein Brand. Brände in Rimworld können brutal sein. Die können die ganze Karte praktisch ausmerzen, aber die sollten spätestens hier aufhören. War das eine Sache, wo man eventuell ein Auge drauf haben will? Okay, was wir jetzt auch mal machen, ist folgendes. Zone. Wobei eigentlich, das darf schon im Heimatgebiet sein. Wie lief denn das nochmal? Gebiete? Sehr schön. Wir erstellen also ein Gebiet. Zone. Gebiet 2. Und gereinigt wird nur in Gebiet 2, weil sonst machen die überall sauber und das ist nicht das in der Sache. Und das hier oben wird alles ziemlich alles verbrennen, nehme ich an. So, History hat offenbar Zeit, um sauber zu machen. Das heißt, wir sind aktuell nicht viel mit Holz unterwegs. Jetzt könnten wir langsam mal so ein paar größere Bauprojekte unternehmen. Zum einen will ich diesen Aufenthaltsraum gerne ein bisschen vergrößern. Ich hoffe, dass das dann reicht. Übel. Musst du noch dran arbeiten, Nektorn. Ich habe schon wieder Türen vergessen, schlau wie ich bin. Dann Befehle, Holzhacken.
Kraft unserer Baumwolle 35%, okay. Ich wäre halt schön, wenn die Baumwolle eventuell vorm Winter noch fertig wächst. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das reichen kann. Weil, wenn das vorm Winter halt passieren würde, könnte man damit halt Nahrung herstellen. Das wäre nicht verkehrt. Ja, mit Nahrung meine ich Kleidung. Ja, man merkt inzwischen richtig, dass Kö bauen kann. Die Erlesung durch den Tod. Willst du nicht über was Schöneres mit ihm reden, Nekton? Sein Leben nach der Zähmung, sehr schön. Sind sie immer nur noch schlecht, nicht übel. Also du wirst schon besser, Nekton. Will kein Reiniger sein. Zis. Hat noch keinen einzigen Angriff. Böden rein. Der Einzige, der keine Skulptur in seinem Raum hat. Hallo, Seinre. Hitzewelle, das ist immer toll. Gut, dass wir schon ein bisschen Kühlung gebaut haben. Oh, unser Holz ist leer. Hihi. Das sollten wir ändern, sonst geht unser Fleisch schlecht. Bei notfalls auch mal im Reis auskommen, so ist das nicht.
regnet schon draußen, die Leute kriegen trotzdem Hitzeschläge. Das ist natürlich recht, Nekton. Kommt jetzt auch die Lüftung nicht mehr so ganz klar. Wahrscheinlich wird das Fleisch schlecht. Ja, vielleicht hätte ich doch etwas mehr Reis anpflanzen müssen. Ich dachte tatsächlich, das würde besser reichen. Aber wenigstens können sie in aller Kälte schlafen. Aber Nekton hat sich Kös erbarmt. Ach, sind sie nicht putzig. Endlich. Hat ja lang nur dauert, ha. Ah, unglaublich. Also Kinder, nicht vergessen, man muss nur lang genug dran hinarbeiten, dann geht das schon. So, wie viel ist denn das? 13. Das heißt, das minus 1 könnte ich 5er Räume bauen, wenn ich einen 1er Gang mache. Dann machen wir doch genau das. Doppelbett. Irgendwann habe ich mich da mit meiner Mathematik vertan, gell? Weil darunter passt kein ganzes Fünfer mehr. Wenn ich sage, ich mache es eins kleiner, ich weiß, dass es optimal größer wäre, aber ist mir wurscht. Dann wäre das ungefähr der. Ja, passt. So, neue Liebhaber wollen ein Doppelbett, kriegt ihr in nächster Zeit. Vielen Dank an Jarek. Ich hoffe, im Kuchen geht's gut. Nekton und Kö. Jetzt müssen sie nur auch das ihr Zimmer fertig bauen, bevor die Nacht ist.
Sonst wird es ein bisschen unangenehm. Aber Kö ist ja flott. Wert Hitzeschlag, Kö. Sehr schön. Kö ist eigentlich glücklich seit seiner Fressattacke. Aber jetzt geht es ihm natürlich noch besser. Hello, Washet. Quick warning, this is a German stream, so you might not understand that much if you don't speak. Gut. Hatte 6. Sehr ausdrücklich. Die werden wahrscheinlich teilweise zusammengefasst, Kübams. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich mit den Resten hier mache. Weil ich kann auch hier nicht mehr Zimmer dranhängen, weil da schon die Felder sind. Von daher, vielleicht hau ich da die Wände raus und mache irgendwie ein Zimmer drauf. Ich will auch eigentlich ein etwas größere Dings haben. Medical Station. Die Tür müsste übrigens raus, weil sonst laufen immer Leute durchs Schlafzimmer durch. Und was ist mit Nekton passiert? Nur so. Du bist einfach nur happy, weil du endlich Kö für Major nachgegeben hast. Das hier gehört dann auch mal erweitert. Ich habe immer gerne einen sehr großen Lagerraum. Kann man sich darüber streiten, wie sinnvoll das ist, aber ich habe gerne einen großen Lagerraum. Hau mal bitte die Tür raus. Ich will da eine Wand machen. Zwar nicht wirklich wichtig, aber ich will, dass es erledigt ist. So, wir haben natürlich immer noch kein Holz. Also wir haben eigentlich immer wieder kein Holz, weil wir so viel Holz verbauen. Wahrscheinlich sollte ich langsam aber sicher doch mal ein bisschen mehr Richtung Steine gehen. Es sind einfach zu viele Bäume hier noch nicht abholzfähig. Man kann sie zwar alle über Pflanzen schneiden machen, aber ja. Was macht History gerade? Okay, bessere Frage. Was hat History gerade gemacht? Ich glaube, die hat irgendwie von da oben Holz geholt, offenbar. Die brauchen dann wieder eine passive Kühlung. Tisch haben wir durchaus einiges an Blöcken hier.